Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, wir jagen die immer noch. Oh, wer bist du denn? Aua. Und tschüss. Na doch. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, meine Maus ging nicht mehr. So. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Fortzahlung. Das sind Anarchistenworte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund. Das Gelaber von denen konnte man nicht mal anhören. So, aber es geht weiter. So, den Waffenschmied. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Okay. Fink Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Kannst du das öffnen? So. Ja, aber schnell. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Das denke ich mir auch. Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Ich bin schon am Suchen. Okay, alles klar. Gut. Wo? Ich sehe zu, ob ich noch was finde. Aber alles. Meine Waffe wieder. Okay, so. Wir haben ein bisschen gemetzelt. Mal hier hinten. Die Trische brauchen wir mal gut. Und die Trische 9 Stück. So, müssen wir lang. Oh. Das dumme Gefühl, dass wir wieder auf welche kommen. Booker, da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elisabeth,
Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Okay, wir gehen jetzt raus hier. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Okay. Hallo? Mr. DeWitt? Wer? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Sehr merkwürdig. Wie kommen wir hier raus? Noch gar nicht. Tja, der Mann hat ein Ego. Alles klar. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Okay, was haben wir da Schönes? Mr. DeWitt, willkommen in Finken. Ich hab Sie Geld finden gefunden. Hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Schön. Ihres Besuches. Danke dir. Haben wir da eine Waffe? Das ist eine... Was will Mr. Fink von Revolver. Uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Alles klar. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ich mal auffüllen. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Okay. Komisch. Sehr komisch. Klar. Was will denn hier rein hier? So. Gut ob. Kohle ist gut. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Mal nach unten. Hallo.
Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin? Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Okay, wo lang müssen wir? Alles klar, einmal raus hier, ja. Wieder muss. Das fand ich bei den ersten zwei Teilen besser mit den. Was, da gab es nicht so viele Ladebereiche, sagen wir mal so. Der Maler Syrah wollte für seine Kunst kein Geld. Und George Washington. Alter, sie alle! Oha! Papa, Achtung! Na also! Sieh zu, dass ich noch was finde. Schön, dass du da festhängst. Sehr gut. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Alles klar. Was ist das? Sehr, okay. Mehr Schaden, ja, dann tun wir ausrüsten. Okay, wollen wir von dir was nehmen? Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Alles klar. Die kleine Waffe ist aber gut. Hier ist es, Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lin finden. Und... Ja, oh gut. Da suchen wir mal. Da, DeWitt, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich hab sie seit dieser Verlosung. Einmal alles voll machen. Schnelles Nachladen. Da bin ich dabei. Yes. Was sind das hier überhaupt für eine Waffe? Okay. So, ich kann mal wieder die Waffen aufnutzen. Okay, kann man es nicht leisten. Alles klar. Da neulich beobachtet. Brauchen wir Geld? Sie sind ein harter Hund. Hier. Und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Tja, Fink? Es droht ein Elizabeth! Geht klar! Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pinkerton. Los! Bitte Sie! Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran Elizabeth? Aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie.
Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. No. Munition! Hab! Da! Feuer und verdammt! Okay, das war ein bisschen heftig. Nicht die Augen schließen. Okay. Medikits. Schon dabei. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Alla, schön. Mehr hab ich nicht. Sie sind spitze, David. Einfach. Elizabeth! Aber klar! Ich glaube, ich hätte noch vorher ein Medipack holen sollen. Was ist das denn? Die jetzt noch mal kriegen, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Was ist das jetzt hier? Okay. Anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Okay. Los, mach. Bitte sehr. Ja, oh, ist ja schon wieder fest hier. Sehr lange zum Nachladen.
sterbe gleich. Ja, toll. Atmen, Bunker. Atmen. Dankeschön. Brauch nicht Munition. Ach scheiße, der lebt ja auch noch. Danke dir. Ich wollte mich heilen, nicht Munition haben. Ah, Mist. Danke. Ist klar. Hey, wieso? Ach du Scheiße. Nicht aufgeben. Oh wei. Das kostet mich Geld. Okay. Okay. Was ist denn hier mit der noch? Er hat mich getroffen, Und es kostet mich wieder Geld. Und nicht gerade wenig. Nichts gefunden. Hallo, die kaputt. Dank. Ich muss sagen, Sie gefallen mir. Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Booker, da drüben ist eine Tür. Okay. Ich glaube, hier geht's runter. Alles klar, aber ich würde auch sagen, dann ist die Folge hier wieder vorbei. Aber wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao.